Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Dragonest. So, wir sind noch immer in der verstaubten Bibliothek. Sind noch immer in der Kampagnenquest dran, nämlich Karahans Rezept. So, Hauptteil der Bibliothek hat sich geöffnet. Beeil dich. Jawohl. Und hier haben wir noch die Kiste. Wie viel Gold haben wir denn überhaupt? Oh, 72. Weil ich hatte jetzt in der letzten Folge, ich habe es nicht kommentiert, aber ich habe es gelesen, dass ich ja relativ viel für Rüstung ausgegeben habe. Scheinbar hatte ich ja auch mal irgendwo zwischendurch mal noch ein, zwei DCs oder so gehabt. Es ist ja so, das ist ja auch ein bisschen doof, das habe ich aber auch erst letztens gelesen, dass es ja so ist, dass sich die Rüstung verbraucht, wenn man in der Instanz ist. Okay, gut, das ist natürlich klar. Und die Instanz auch durch den DC beendet oder sowas in die Richtung, ne? Das heißt, man geht in die Instanz rein, hat am Ende eigentlich, ja gut, okay, das bisschen Loot, was man halt bis zu dem Moment halt eigentlich gesammelt hat. Aber mehr halt auch nicht. Ich glaube, hatte ich nicht sogar 5 Questen hier drin gehabt sogar. Da war doch auch irgendwie was gewesen. Also ist schon irgendwie ein bisschen bitter, ne? Wir sind jetzt hier auf Level 43, haben hier immer noch diese Kupferbeträge, ne? Die man halt alles aufsammeln muss, damit man sich mühsam halt das Geld hochballert. Kann ich mir ja jetzt schon vorstellen, dass das im Endcontent-Bereich nicht benutzt wird. Ah ja, okay. Deswegen, das erwischt mich jedes Mal wieder. Gefühlt zumindest. Wo ist der Rest? Da ist noch was. Okay. Ja gut, jetzt hat es mich hier nochmal erwischt. Diese Falle, aber die ist egal. Gar nicht reagieren. Schnell genug. Wobei, stimmt, wenn Nanomosse tot sind, dann funktioniert das Ding nicht mehr. Stimmt, da war auch was. War hier noch irgendwas gewesen? Ah ja, hier ist noch eine kleine Kiste. Ja, nochmal ein knappes Silber mehr. Okay. Ich werde es dir aufmachen. Ja, dankeschön. Lecker. Gut, dann tapsen wir hier drauf. Dann ging es, glaube ich, links weiter. Ja. Nee, Falle war hier gerade nicht gewesen. Ja, entschuldigt bitte, ihr hört es immer noch raus. Die Grippe bzw. diese Erkältung ist irgendwie zurzeit nicht loszubekommen zu 100%. Ich hoffe, dass das dann in einer Woche oder so besser aussieht damit. Aber okay, was soll man machen dagegen? So. Da haben wir auch wieder genug. Jetzt ging es jetzt lang? Hier lang. Okay, gut, das ist auch noch offen. Wieder. Wir sind so gut wieder. Ah ja, okay, hier. So, sieht aber gar nicht so schlecht aus hier. Also, Boss ist schon, nee, bei weitem nicht, dachte ich mir fast. Wäre natürlich auch zu schön, um wahr zu sein. Ja, hat sich übrigens auch, wenn ihr nach rechts dann zum Beispiel halt mal bei mir schaut, hat sich zum Beispiel auch die Fortschrittsanzeige auf jeden Fall gut verändert. Also jetzt diese Instanz hat zum Beispiel eigentlich 50% gebracht. Aber gut, wobei, ja,
wie ich es mir eigentlich vorher schon gedacht habe, das war dann wohl scheinbar irgendwo ein Anzeigefehler, beziehungsweise gut, hätte es natürlich auch sein können, dass man vielleicht gegebenenfalls zweimal in jede Instanz rein müsste oder rein muss oder sowas in die Richtung. Aber bisher war das Spiel ja eigentlich noch nicht so drauf aufgebaut. Muss man ja auch so sagen, dass man halt mehrfach für die Kampagne oder allgemein mehrfach für eine, ja gut, doch außer bei Mutationsjuwel, aber in der Regel ist es halt so, dass man halt meistens eine Quest hat, geht man einmal rein. Das war's dann aber auch schon. So, der Boss war auf jeden Fall ziemlich easy. Ja. Ja, ist natürlich auch klar, dass er jetzt halt ziemlich easy ist, weil, ja, gut, es war jetzt auch auf normal noch gestellt. Oh je, ein schwacher D-Wan. Schlecht. Nicht so gut. Jetzt, oh, scheinbar friert mir die Instanz hier. Oder ist mir die Instanz hier so eingefroren? Ja, okay, gut. Bisschen Gildenerfahrung gab es halt auf jeden Fall noch. Und, ja, natürlich auch wieder doof. Gibt es nicht mal dann eine Belohnung, glaube ich, am Ende, ne? Gibt es keinen Loot? Das ist natürlich die Frage. Wobei die Kampagnenquests müssen wir ja eigentlich grundsätzlich schon abgeschlossen haben. Ja, okay, gut, das Spiel hat sich eingefroren. Ich werde mal die Folge mal ein bisschen kürzer halten. Haben ja die letzten Folgen sowieso meistens immer mal ein bisschen mehr eigentlich gemacht. Oder speziell jetzt eigentlich auch die letzten Wochen hatte ich auch im Allgemeinen immer mal ein bisschen länger gemacht. Wir angedacht sind ja nach wie vor um die 10 Minuten. Vielleicht ändert sich das nächstes Jahr nochmal. Werden wir sehen. Und, ja, von dem her, ich kann jetzt leider nicht winken. Ich verabschiede euch aber mal in die nächste Folge. Die nächste Folge wird dann wieder ganz normal werden. Ich sage, bis zum nächsten Mal. Ciao.